Wir können das Gespräch ja ganz einfach auch fortsetzen. Darf ich eine wirklich nicht ironisch, sondern ernst gemeinte Frage an Sie richten? Können Sie wirklich noch etwas lernen über Ihre eigenen Bilder, wenn Sie hier mit Kollegen aus einem Museum, mit Studierenden sprechen? Oder ist das doch eher eine Kosmetik? Das ist nett, wenn man sich dem Publikum mal öffnet. Haben Sie wirklich heute etwas Neues erfahren über sich, über Ihre Arbeit? Das ist eine gemeine Frage, ich weiß das. Nein, das ist überhaupt keine gemeine Frage. Es wäre ja schrecklich, wenn ich nicht noch was lernen würde aus meinen eigenen Werken, weil das hieße ja, ich würde mich nicht weiterentwickeln. Und das ist sogar ganz wichtig. Also ich habe ja auch ganz unterschiedliche Beziehungen zu eigenen Werken und deshalb war die Ausstellung für mich natürlich sehr wichtig, weil ich natürlich noch nie quasi 35 oder 40 Jahre Marcel Odenbach zusammen gesehen habe und eigentlich sehr überrascht darüber war, dass die Krisen oder die Veränderungen in meiner Arbeit, die ich persönlich sehr stark als Gräben empfunden habe, in der Ausstellung sich als Übergänge dargestellt haben. Also ich fand es eigentlich interessant zu sehen, dass man in dieser Ausstellung sehr gut sozusagen die Entwicklung eines Bildes aus dem anderen ablesen kann. Und ich muss auch sagen, dass ich natürlich selbstverständlich auch Dinge, die ich vor einer gewissen Zeit, also man macht was und dann ist es quasi in dem Sinne abgelegt, weil es dann irgendwo woanders hinkommt oder es kommt verpackt wieder zurück. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich natürlich durch eine persönliche Weiterentwicklung natürlich Dinge, die ich vor 10 Jahren gesehen habe, im Moment ganz anders wahrnehme, wie ich sie damals wahrgenommen habe. Also ob man das jetzt natürlich, das ist natürlich definitiv auch ein gewisser Lernprozess, das ist ganz richtig. Aber auf jeden Fall ist es eine andere Sichtweise auf meine Arbeit. Und was für mich immer ganz wichtig ist und deshalb bin ich auch ein militanter Unterrichter, sage ich auch. Also es gibt ja viele Künstler, denen macht das keinen Spaß, eine Professur zu haben. Das ist natürlich, wie Sie auch wissen, oft sehr anstrengend. Aber ich lerne dadurch auch sehr viel. Und der Input von einem anderen Blick in meine Arbeit ist natürlich oft auch sehr hilfreich. Vielleicht eine noch ergänzende Frage an der Stelle. Wenn man jetzt diese Ausstellung Revue passieren lässt, man könnte sagen die 70er Jahre, die 80er Jahre, die 90er Jahre, die 2000er Jahre, es hat so einen gewissen Dekadenrhythmus. Würdest du, wenn man jetzt die Arbeit der letzten 10 Jahre, diese Farbarbeiten mit dieser ausgearbeiteten Collagetechnik sieht, sagen, da ist für dich das Thema und die formale Durchdringung der unterschiedlichen Themenkreise, mit denen du dich beschäftigst, auch gewissermaßen hat sich jetzt gerundet. Es müsste jetzt was anderes kommen. Oder siehst du jetzt erstmal einfach eine Fortsetzung mehr oder minder dieser formalen Arbeit? Naja, ich habe natürlich hier drin sozusagen eine Perfektion entwickelt, die auf der einen Seite was sehr Verführerisches hat, auf der anderen Seite natürlich auch was sehr Langweiliges hat. Also ich bin jemand gewesen, der immer sozusagen eine gewisse Sicherheit kritisch auch betrachtet habe. Ich habe natürlich den großen Vorteil, dass ich dadurch, dass ich zweigleisig arbeite, also auf der einen Seite Film mache, Video mache und auf der anderen Seite Papierarbeiten mache, dass ich natürlich genau weiß, ich könnte das jetzt unendlich so weiterführen, aber ich glaube, dass ich selbst mir ein Beinchen stelle und sagen werde, im nächsten Jahr möchte ich definitiv auch mal wieder an ein größeres Film- oder Videoprojekt gehen. Und das ist dann immer wieder eine Unterbrechung. Und da muss man mal sehen, was ich nach diesem Filmprojekt oder Videoprojekt dann als Papierarbeit wieder mache. Wäre das nicht eigentlich ein Zeitpunkt, um an das Käthe Hamburger Kolleg recht als Kultur zu kommen, um genau einen solchen,
Entwicklung nicht als Bruch, sondern als eine heimliche Kontinuitätslinie zu entwickeln. Ja, also ich könnte mir das sehr, sehr gut vorstellen, das war halb im Scherz und halb im Ernst gemeint, das wissen Sie. Ich habe gleichwohl... Ja genau, nein, um das zu beantworten, ich werde mir das überlegen, ernsthaft, das ist aber noch keine Zusage. Ich meine, der Ausblick aus dem Dachfenster reizt mich natürlich sehr stark und es könnte vielleicht eine zweite Familienfeier werden. Fantastisch. Oh ja, das ist natürlich irritierend, wenn man dies will. Das hat mich mit am meisten erschreckt, muss ich sagen. Aber... Ja. Aber die Freud'sche Couch, kann man die wirklich so darstellen, wenn man niemals Psychoanalyse erlebt hat? Ja, darauf müssen Sie auch nicht antworten. Doch, ich antworte auf alles, wie Sie mittlerweile wissen. Ich bin ja ein genügsamer Künstler. Nein, das hat natürlich unterschiedliche Gründe, warum ich die gemacht habe. Also mich hat das natürlich als Symbol ganz stark interessiert, wie mich die anderen Motive natürlich auch sehr stark interessiert haben. Und ich habe mir eigentlich immer überlegt, was wäre eigentlich, wenn ich nicht selbst Künstler geworden wäre. Und da glaube ich, dass Kunst oder die Kunst, die ich mache, definitiv auch ganz stark Therapie ist und mir geholfen hat, quasi sozusagen den Therapeuten nicht nutzen zu müssen. Und dann auf der anderen Seite hat mich natürlich Freud als Figur ganz enorm interessiert. Seine Geschichte, seine Reflexion über das Judentum. Und dann kam eben der Zufall, dass vor 2 Jahren oder 3 Jahren jetzt, ich kenne eben die Bella Freud, das ist die Tochter von Lucien Freud, also die Urenkelin von Freud, die haben mich eingeladen im Freud-Museum, was ja in London ist. Also diese Couch ist in London und eben nicht in Wien, wie die meisten denken. Mich eingeladen haben, dort eine Ausstellung zu machen. Und da war natürlich sozusagen, wie ich dieser Couch gegenüberstand, war natürlich die Versuchung groß, sie auch zu kleben. Und was mich natürlich auch interessiert hat, wenn man in diesen Raum tritt, in dem Freud, ich weiß gar nicht, ob er in London jemals wirklich praktiziert hat, ob das nicht dann eher seine Tochter war, Anna Freud, interessiert, inwieweit er wirklich auch mit dem Sammeln und dem Sammeln von Kulturgegenständen umgegangen ist. Und das Ganze, was ich gar nicht darstelle, also dort ist ja quasi, man weiß auch mittlerweile, dass die Hälfte der Sachen gefälscht sind. Das war halt so im 19. Jahrhundert, weil eben alle Leute, ägyptische Figuren, griechische, sehr viel afrikanische Fetische gesammelt haben. Und mich hat dieses ganze Interieur, dieses Sofa mit dem Perserteppich drüber und der Perserteppich, unglaublich stark an das Herrenzimmer meiner Großeltern erinnert. Ja, und es hat natürlich eben auch ein ganzes Bündel an versteckten Orientalismus-Motiven, genau, einfach, nicht, die daran, genau, enthalten sind. Das macht es auch, denke ich, nochmal besonders interessant und reizvoll, den Blick darauf zu konzentrieren. Ich habe von meiner Seite nur eine letzte Frage noch, ja, und sie ist eine orientalistische Frage sozusagen. Das Besondere Ihrer technischen Herstellungsweise des Kunstwerks hängt ja damit zusammen, dass Sie im Grunde genommen die Idee der Intarsie auf das Papier übertragen haben. Ja, richtig, ja. Das heißt, dass es einen Bildträger gibt, der eine Form und eine Farbe wiedergibt, die nicht mit dem intendierten Wahrnehmungseffekt identisch ist, sodass eine Differenz dazwischen entsteht. Wir kennen, und das ist jetzt die Frage, woher kommt das mit der Intarsientechnik eigentlich? Es gibt Vermutungen, die es eben mit den arabischen Künsten in Verbindung bringen. Tarsia ist der arabische Ausdruck dafür, ja, und die Wege, die nach Venedig, nach Italien aus Andalusien geführt haben. Daher meine Frage ein wenig, wollen Sie auch solche Verbindungen mit assoziieren oder Ihnen ist das natürlich sehr, sehr vertraut. Oder ist das etwas, was außerhalb der sozusagen technischen Seite Ihres Werkes steht?
Oder ist das wichtig für Sie, dass Nein, das ist hier in ein okzidental eingefärbte Motivketten auf einmal etwas hereinnehmen, was ganz woanders herkommt, eben aus dem, auch aus dem Ornament? Genau, das hat ganz viel damit zu tun. Und was mich natürlich, ich habe es ja auch in einem anderen Raum ganz klar dargestellt in dieser dreiteiligen Arbeit, was mich, das waren quasi die Anfänge auch dieser Collagen, war eben die Intarsi aus dem Barock, dann war es der Boden aus der Moschee, sehr richtig, und dann eben noch diese afrikanische Wellblechmotiv. Was mich daran fasziniert hat, war immer, da ich mich sehr stark auch in der Kunstgeschichte mit außereuropäischen Kunst beschäftigt habe, war immer sozusagen der andere Blick auf das Kunstgewerbe. Also was wir damals als Kunsthistoriker abfällig als das Kunstgewerbe bezeichnet haben. Und das spielt natürlich bei meinen Arbeiten eine große Rolle, weil natürlich in der orientalischen Kunst die Idee der freien Kunst, der unabhängigen Kunst nicht gab. Ne? Ja. Und das würde sich auch daran widerspiegeln, dass eine Reihe meiner Studierenden zu mir auch gesagt haben, das ist aber viel Arbeit. Und das trifft eben auch auf das Kunstgewerbe zu. Es lässt sich ja auch nicht leugnen. Nee, es ist viel Arbeit. Es ist sehr viel Arbeit, denke ich dir. Aber es ist eine, die auch auf eine Ebene der Anerkennung als Kunstwerk einfach transponiert und transferiert wird. Ich finde es nicht schädlich, wenn Kunst auch mit Arbeit verbunden ist. Nee, das ist richtig. Nein, das ist richtig, aber ich hoffe nicht, dass das das einzige Positive ist an der Arbeit. Aber da gebe ich Ihnen natürlich recht, da kommen wir natürlich wieder zu der Frage, kommt Kunst von Können? Ne? Das ist natürlich so. Also wenn es das nur ist... Studenten haben diese Frage. Nein, das weiß ich ganz klar. Ich habe ja auch gemeinerweise gesagt, bei vielen bin ich jetzt der neue Hundertwasser des 21. Jahrhunderts, weil das, ne, also das hat natürlich auch einen gewissen Qualitätsmerkmal für viele Leute, das ist ganz klar. Aber es ist viel Arbeit, es ist auch sehr viel neurotische Arbeit, aber ich hoffe nicht, dass sozusagen die Qualität der Arbeiten nur in den Arbeitsstunden liegt. Ich habe einen völlig anderen Eindruck. Gut, dann bedanke ich mich. Okay, also.